Willkommen zurück zu Final Fantasy Halloween Event und wir bewegen uns gerade zum Ort, wo wir uns verstecken müssen. Es ist die Gerbergilde und ich werde mich jetzt gleich verstecken. Gut. Dann warten wir mal hier. Sehr gruselig. Boah, wie geschickt sie da sitzt. Oh oh. Impresario, bist du da? Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Haha, gute Arbeit. In Scharren werden die Narren in unser Geisterschloss kommen, um sich zu amüsieren. Doch werden sie eine böse Überraschung erleben und wir werden uns an ihrer Angst laben. Ihre Angst wird der Köder für unsere Art sein. Wie Fliegen zum Aas werden die Nichtsgesandten herbeiströmen und über diesen scheußlich friedlichen Ort herfallen. Wir bringen die Monsternacht. Angst und Schrecken unter dem Deckmantel eines harmlosen Festes. Ein brillanter Plan, Impresario. Alles ist vorbereitet. Wir müssen nur noch die Pforten öffnen und die Schafe zur Schlachtbank treiben. Was so gemeine Imps sind es also. Unfassbar, die Aladi kann's nicht fassen. Wir sind schockiert darüber, dass es leider keine Vampire gibt und keine Gaukler. Es sind Imps. Das ist so gemein. Wieso müssen die Imps immer alles kaputt machen? Was soll das? Kannst nicht einmal was Schönes geben? Mann, 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 dafür werden sie büßen. Das steht fest. Wie bitte? Eine Monsternacht? Die Legende der Monsternacht erzählt von einem Monster mit Kürbiskopf, das eine Horde von Dämonen beschwört, um die Welt der Sterblichen heimzusuchen. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Jetzt grübelt er. Ah, ich habe eine Idee. Wow, wie schnell. Ich werde das Gerücht in Umlauf bringen, dass die Schrecken im Geisterschloss nur Illusionen sind. Magische Effekte für eine schaurige Atmosphäre, nichts weiter. Mit der Erwartung werden sich die Besucher das Geisterschloss nicht fürchten, sondern... werden sich die Besucher des Geisterschlosses nicht fürchten, sondern amüsieren. Es wäre nur gut zu wissen, was die Leute im Geisterschloss erwartet. Kannst du ein paar mutige Freunde zusammentrommeln und das Innere erkunden? Ich bin mir sicher, du überstehst jede Gefahr, mit der die Imps dich konfrontieren. Komm bitte hinterher gleich zu mir und berichte, was sich in dem Geisterschloss abspielt. No. Muss ich jetzt wieder einen Dungeon machen? Das wäre ärgerlich. Ich möchte eigentlich nicht so lange auf eine Gruppe warten. Aber wenn mir nichts anderes übrig bleibt... Hallo. Es hat etwas länger gedauert, aber nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Hey, warum starrst du mich so an? Na, auf jeden Fall sind wir bereit, die Tore für Besucher zu öffnen. Hereinspaziert ins Geisterschloss. Bevor du hineingehst, wird dir einer unserer Gauklerführer erklären, welche besonderen Attraktionen dich erwarten und was es dabei zu beachten gibt. Ein Führer steht hier neben mir und der andere auf dem Spielplatz Eichelmatz in Neugridania. Einer der beiden wird dich zum Geisterschloss bringen. Saisonaler Inhalt nun zugänglich. Du kannst nun das Geisterschloss erkunden. Ist irgendwie schon cool. Ist eine Instanz für leichte Trupps. 4 Spieler, Teilnehmer können Magier und Krieger jeglicher Klasse und Stufe sein. Okay. Hallo, das Geisterschloss ist für furchtlose Besucher geöffnet. Ich kann dir erklären, was dich dort erwartet oder dich direkt hinführen. Erklär's uns.
Spuken. Was gibt es dort zu tun? Muss ich dort kämpfen? Kann ich Freunde mitbringen? Gibt es dort Kekse? Was ist das, Geister? Gibt es dort Kekse? Klar doch! Alle Besucher des Geisterschlosses bekommen von uns leckere Kürbiskekse geschenkt. Was? Und es kommt noch besser. Die Kekse gelten auch als eine Art Währung für alle Schutzheiligen. Sie können bei unseren saisonalen Verkäufern gegen fantastische Waren eingetauscht werden. Ein guter Grund, das Geisterschloss so oft wie möglich... Oh mein Gott! Wie furchterregend ist es? Naja, es ist ein Geisterschloss. Die Attraktionen werden dir kalte Schauer über den Rücken jagen. Sobald ihr das Geisterschloss betreten habt, bleiben euch 30 Minuten, um 3 zufällig ausgewählte Aufgaben zu erfüllen. Bei Erfolg winkt euch eine Belohnung. Allerdings ist es im Schloss ziemlich unheimlich und Geister spuken überall herum. Hahaha, wenn sie entdecken, verwandeln sie... Wen sie entdecken, verwandeln sie in einen Kürbis, nur kurz natürlich, damit der Spaß nicht so schnell vorbei ist. Die Verwandlungen nagen an eurem Geisteszustand, sobald ihr einen kritischen Zustand erreicht, müsst ihr leider das Geisterschloss verlassen. Oh mein Gott. Das wird absolut alt. Hallo? Ey, ich möchte zum... Okay, wir schaffen's. Ich bin mir sicher, wir schaffen's. Wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich muss natürlich den Text dann wieder anschalten, weil ich bin ein Witzbold, was Dungeons angeht. Haben wir ja noch nicht. Letztens haben wir es noch nicht rausgefunden, aber es werden wir noch rausfinden. Das sage ich euch schon gleich. Vielleicht habt ihr es auch schon rausgefunden, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich hasse es, wenn mir Geister hinterherlaufen. Das Geisterschloss. Hallo Leute. Ah, das wird echt schwierig. Denn sie werden... Ach so, die Schrecken des Schlosses. Das heißt... Meine Stimme ist schon wieder weg. Das, Alter, das kotzt mich auch an. Was muss ich... Findet und öffnet die beiden ungesicherten Kürbis... Na toll. Nein. Das war ja ein guter Start, würde ich mal sagen. Besser kann es nicht laufen für die Gruppe. Es hat 2 Leute getroffen. Mich interessiert wirklich, wo da so Zettel versteckt sein könnten. Gebe ich jetzt meine Stimme weg? Ich glaube... Mein Mikrofon hat Angst vor dem Geisterschloss. Da sind nirgendwo Zettel. Wo sind die Zettel? Aber die Gruppe ist eh schon voll. Den sehe ich gerade. Und ich wurde noch nicht getroffen. Yay! Hey, cool, ich kann da reingehen. Das wusste ich gar nicht. Wo sind Zettel? Es ist schwierig, dahinter zu gehen. Das wird nicht funktionieren. Es ist ärgerlich, dass ich hier keinen Zettel finde. Vor allem, wo sind denn die Zettel versteckt, Leute? Könnt ihr mir das verraten oder so? Kann nicht sein. Es müssen hier irgendwo Zettel versteckt sein.
unheimliche Notiz. Der zweite Kurs ist irgendwo im Erdgeschoss. Irgendwo im Erdgeschoss. Sind wir im Erdgeschoss? Ich finde es blöd, dass das nicht der ganzen Gruppe mitgeteilt wird. Hier haben wir auch eine Notiz. Mit der Endnummer 2. Na toll, wo ist denn das Erdgeschoss? Wir sind jetzt im Obergeschoss. Dann gehe ich jetzt mal runter. Nachdem ich in diesen Raum reingeguckt habe. Okay, im Erdgeschoss auf jeden Fall. Wir sind im Erdgeschoss, okay. Zimmer 102, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja! Ich bin so gut! Kein Wesen kann mich aufhalten. Das ist halt auch mies, wenn die beiden... Schwierig. Obwohl, so funktioniert es, denke ich mal. Yay, wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Auch wenn ich jetzt... Das wird schwierig. Eigentlich müssten wir gemeinsam gehen. Ich finde es auch unfair, weil die Aufgabe war schon abgeschlossen. Und dann wurde ich verwandelt. Das ist ein Witz. Laterne, Laterne entzündet. Du Kerze... Okay, wir müssen die Laternen entzünden. Zündet Glühkerzen die Kürbislaternen. Mit den Glühkerzen die Kürbislaternen entzünden. Okay, 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 okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass unten was ist. Das heißt, ich werde jetzt natürlich gleich mal nach unten gehen. Und hoffen, dass wir es jetzt noch Wir schaffen es wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben bloß noch 22. Das wird echt schwierig werden. Vor allem auch im Keller wird es auch echt schwer. Da ist jetzt die Tür zu. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir haben... Ah, du Penner. Ich habe dich genau gesehen. Jetzt muss ich echt warten, bis das der... Okay, eine Kürbislaterne ist entzünden. Wir brauchen bloß noch 3. Lauf, 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 lauf. Aladi, lauf, lauf. Halloween-Kürbis. Ah, ich muss eine Glühkürbis... Oh, sehr gut. Schnell, 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 schnell. Ah, das war so klar. Okay, wir haben schon 2. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht... Der ist voll süß, der kleine Kürbis hier. Reicht es, wenn die Gruppe eine Glühkerze findet? Wir werden es feststellen. Ja, es reicht. Wir brauchen nur noch eine einzige. Und die Glühkerze dazu haben wir. Es muss... funktionieren. Dann haben wir immer noch eine Aufgabe, die wir schaffen müssen. Das wird hart. Ich sag's euch, das wird absolut oberhart. Vor allem, weil ich hier jetzt feststecke. Ich muss jetzt erstmal warten, bis dass die Penner da wieder weg sind. Oder irgendeiner einen Tarntalisman aktiviert. Ah, da muss man echt viel Geduld haben, weil da einiges schieflaufen kann.
Wo fliegt dann jetzt hin? Es ist dein Ernst? Jetzt flatter doch mal weg. Ich werde jetzt schon etwas mutiger. Etwas zu mutig für meinen Geschmack. Nö. Ich möchte nicht verwandelt werden. Ich will einen Bonus haben. Dafür, weil ich nie verwandelt wurde. Da ist ein Tarntalisman. Schnell. Nein, du Penner! Nein, da kommt jetzt noch einer. Nein, ich kann es nicht ansehen. Nein, nicht schon wieder. Bitte, geh weg. Ach so, toll, danke. Ich komme hier nicht mehr raus. Gerne wieder hoch. Da ist eine Treppe, deswegen gehen wir jetzt hoch. Ah, wir haben bloß noch 13. Oh Leute, das wird doch nie was. Wir schaffen es nie. Ich dachte nur, dass da hinten vielleicht einer wäre. Aber nein, leider nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, mal hochzugehen. Ach, wagen wir es. Könnte gefährlich werden. Da war auch einer schon drin. Vielleicht auch schon zwei, ich weiß es nicht. Man sieht halt auch nichts durch die Türen, das ist ärgerlich. Ich hasse das Irrlicht. Könntest du bitte mal auf die Seite gehen, ihr Licht? Bitte? Yay, Aufgabe abgeschlossen. Aber eine Aufgabe kommt noch. Ja, bitte. Kann sie vielleicht schnell... Oh, Gott sei Dank. Habt ihr gesehen, wie viel Leben wir noch haben? Ich nicht. Aber ich weiß, dass der Balken noch weiter runtergegangen ist. 7. Haha. Kürbisjagd findet 6 Kürbisse. Ist doch ein Witz, oder? Das wird so schwierig werden. Ich glaube, ich gehe wieder in den Keller. Der Keller ist mein liebster Ort mittlerweile. Hallo, kann ich bitte... Mein Gott, ich kann nicht runterspringen jetzt, oder was? Wieso kann ich denn jetzt auf einmal nicht mehr springen? Bin ich jetzt doof? Ich habe es ungefähr jetzt absolut übermäßig verkackt. Nein! Verdammte... Bitte nicht. Boah, wir haben bloß noch 4. Ich glaube, ich verstecke mich irgendwo.
Hey, wir haben schon 5. Vielleicht sollte ich abwarten. Das blöde Irrlicht da nicht wäre, dann könnte ich den Tarntalisman aktivieren und könnte weiterlaufen. Ah. Vor allem, wenn da jetzt noch 2 getroffen werden, dann ist es vorbei. Und wir sind so knapp dran zu gewinnen. Sollte ich mich auf die anderen verlassen? Oder sollte ich selbst wagen? Ah, ich weiß es nicht. Das ist so schwierig. Da haben wir schon das Irrlicht, du Penner. Das heißt, es dauert nicht mehr lang, dann kommt dieser Penner wieder zurück. Lauter Penner hier drin. Ist mir zu gefährlich. Ja, genau. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Ist klar. Habt ihr gesehen, was das für eine Schweinerei war? Das ist doch ein Witz. Ich war total weit weg. Ich hasse dich. Ich bewege mich jetzt kein Stück mehr. Das ist doch ein Witz. Wenn man eine Gruppe hätte mit TeamSpeak oder so, dann könnte man das ausmachen. Dann würde einer immer vorne stehen, den Tarntalisman aktivieren und die anderen würden laufen und schauen. So wird es funktionieren. Ach Mensch, das ist doch ärgerlich. Ich traue mich halt einfach nicht, weil wenn ich jetzt alles verkacke. Hey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So läuft's. Komm, ist hier im Keller kein einziger Kürbis versteckt? Ist das ihr Ernst? Könnte vielleicht einer noch den Tarntalisman aktivieren? Hallo? Bitte? Einmal vielleicht kurz? Ah, jetzt bin ich so nah dran. Ich bin mir sicher in der Mitte oder... Ah, das sind die anderen. Okay. Ich sehe die anderen. Diese blauen Pünktchen, das sind die anderen mit Sicherheit. Ich weiß halt auch nicht, ich könnte mich theoretisch als Gärtner aktivieren und dann mich tarnen, aber ich denke nicht, dass das funktioniert, weil sonst wird es jeder so machen. Aha, da ist einer drin. Und der guckt überall. Und? Nein, natürlich nichts. Dann bleibt bloß noch die Mitte. Weil hier ist nichts. Ja, ist schwierig, da wieder da in die Mitte zu kommen. Sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, warum der nicht in die Mitte geht. Der hatte eine bessere Position als ich. Könnte irgendwie einen Tarntalisman aktivieren, bitte? Das wäre doch mal schön. Boah, Alter, das sind ja so viele. Wie soll man da in die Mitte kommen? Ich komme überhaupt nicht mehr weg. Das ist echt anstrengend. Vor allem, weil du nichts siehst. Tarntalisman, hallo, bitte. Okay, jetzt gucken wir uns die Lage mal an. Also der kommt jetzt wieder zurück. Wir haben das Irrlicht, das da so komisch spackomäßig oben hängt. Das bewegt sich jetzt. Yay. Schnell, 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 schnell. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Ach komm. Nein, ist hier kein Kürbis. Es ist hier Ernst. Ich dachte, jetzt liegt alles an mir. Yay. Wir haben es geschafft. Unglaublich, aber ihr habt alle Aufgaben geschafft und dafür werdet ihr belohnt.
Yay! Wir haben es echt geschafft. Das ist ja genial. Das ist aber nicht leicht. Euer Mut ist beeindruckend. Hier als Belohnung schenke ich euch diese leckeren Kürbiskekse. Bei eurem nächsten Besuch werdet ihr nicht so leicht davon. leicht davon kommen. Das ist ja gut. Yay! Yay! Ehrung zum WS. Psst. Dann halt nicht. Ich schlag mich selber vor. Ich bin nämlich noch da. Yay! Und damit haben wir es geschafft. Gruselige Überraschung haben wir abgeschlossen. Okay, wir zeigen es dem Abenteurer-Gilden-Gesandten. Und geben ihm Kekse. Zeigen ihm die Kekse. Du hast das Geisterschloss überlebt? Sag, was geht darin vor sich? Hier ist der Kürbis. Kürbiskeks. Kürbiskeks. Kürbiskekse. Bitte. Schön. Kekse? Kekse? So manch einer wird sich immer wieder ins Geisterschloss wagen, um mehr von diesem leckeren Gebäck zu bekommen. Und du meinst, sie werden auch als Währung für andere Dinge verwendet? Ja. Welch teuflische Versuchung! Danke, dass du Leib und Seele riskiert hast, um die Lebenden vor den Schrecken der Nacht zu beschützen. Hier, nimm den Keks, bloß bevor ich seiner süßen Verlockung verfalle. Okay. Oh, anscheinend sind die ersten regulären Besucher aus dem Geisterschloss zurück. Hoffentlich haben sie all die schrecklichen Dinge für Illusionen gehalten. Tut mir leid, falls es so komisch klackert. Ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon los ist. Beziehungsweise mein Aufnahmegerät. Zuerst hatte ich etwas Angst. Bla bla bla. Das hat alles so echt gewirkt. Was für ein Spaß. Die Gaukler haben sich dieses Jahr selbst übertroffen. Ha, ha. Spaß? Sie sollten sich fürchten, verdammt. Ich verstehe das einfach nicht. Je schrecklicher sich unsere Monster im Geisterschloss aufführen, umso vergnügter sind die Besucher. Was haben wir falsch gemacht? Oder sind die Sterblichen immun gegen Angst geworden? Nein, das sind doch alles Angsthasen. Wir müssen uns einfach nur noch mehr anstrengen. Sie werden Angst haben und ihre Angst wird uns Kraft geben. Ganz bestimmt. Ha, die Imps ahnen nichts von unserem kleinen Trick. Das Gerücht wird hoffentlich von selbst im Umlauf bleiben, aber ich passe lieber auf, dass es alle Besucher zu hören bekommen. Danke für deine Hilfe. Bitte, hab ich gern gemacht. Ihr teuflischer Plan löst sich in Schall und Rauch auf. Beinahe könnte man Mitleid mit den armen Monstern haben. Eine Kürbishexe. Oh, schön. Hier, dieses Gewand habe ich im Geisterschloss gefunden. Es soll dir gehören, als Belohnung dafür, dass du den Frieden bewahrt hast. Mögen die Nächte Freude bringen, den Lebenden und den Monstern. Kann ich bitte die Kürbishexe sehen? Hallo? Hallo? Kürbishexe? Wo bist du? Wir haben eine Vampirweste bekommen. Yay! Die Grottenschlecht ist dabei. Hey. Hey. Die müssen wir uns anziehen. Auftrag abgeschlossen. Wieso? War das jetzt alles? Nee, oder? Wie jetzt? Was? Das war alles. Ich ziehe mir jetzt mal kurz das... Ihr das mal... Sie wird vampirig. Oh, geil. Und damit war es das für den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert, wenn es so ist. Bis zum nächsten Part. Und tschüssi.